Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Gamecore HD. Heute mal mit einem Gameplay zu Battlefield 3. Ja, ein relativ ungewöhnliches Projekt, was hier eigentlich auf meinem Kanal fast nichts zu suchen hat, weil ich mich ja wirklich eher um Rennspiele kümmere. Aber hier jetzt also mal was bisschen Off-Topic-mäßiges nebenbei, damit ihr auch mal ein paar andere Sachen sehen könnt hier bei mir. Und ja, derjenige, der da keinen Bock drauf hat, einfach wegschalten. Das müsst ihr euch nicht angucken. Das ist nur mal so ein kleines Extra für diejenigen, die vielleicht auch Battlefield zocken. Und ist ja auch kein reguläres Video. Von daher, ja, einfach mal vielleicht ein bisschen zugucken. Ich bin auch kein besonderer Profi in dem Spiel. Auf jeden Fall. Aber ich habe es schon mal gezockt. Gerade am Anfang, wo das Spiel rausgekommen ist. Da war ich auch ganz gut eigentlich. Mittlerweile fehlt mir da echt einiges an ja, Erfahrung. Die sind natürlich alle viel besser. Ich bin jetzt hier ein bisschen Heavy Gunner, also Nachschubstruppe. Hab hier ein bisschen zu kämpfen noch ja, mit den Waffen, mit dem Handling, weil ich es eben schon lange nicht mehr gezockt habe. Und muss auf jeden Fall durch die Klasse ein bisschen defensiver an die Sache rangehen. Hier schon attackiert. Ich glaube, da kommt ein Panzer gleich. Das Ganze ist hier Eroberung, Insel Kark, habt ihr ja gesehen gerade. Und ich glaube, bei der Tankstelle geht jetzt gerade hier die Post ab und bei C. Mal gucken, dass ich hier bei C vielleicht die mit dem MG aufs Korn nehmen kann. Kann hier kaum was erkennen. C ist also gerade wieder einigermaßen sicher. Was ist mit B? Schöner Punkt hier übrigens auf diesem Haus. Gut, hinten bei A, da geht gerade die Post ab, da werde ich mal hingehen. Muss natürlich wirklich immer ein bisschen von außen arbeiten mit dem MG. Im Nahkampf ist das völlig ungeeignet. Wir sehen da hinten schon ein paar Totenköpfe, das heißt, da werden wohl schon einige Gefechte gerade ablaufen. Ich habe hier das Zweibein, das versuche ich auch immer zu nutzen. Ich sehe hier mal Stück für Stück vorarbeiten. Darf natürlich nicht zu nah an die Straßen kommen, wo die Panzer sind. A gehört auch uns. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass die Basis von den Typen da hinten ist. Und die werden auf jeden Fall bei A die meisten wohl vorbeikommen, die keinen Spawnpunkt haben. Und somit ist das ganz cool, wenn wir uns jetzt hier ein bisschen einrichten. Das ist hier nämlich die Tankstelle. Und der Jet, der Jet macht einen hier auf Chuck Norris. Und da ist gerade einer. Naja, da habe ich aber viel Munition für verbraten. Also ihr seht, ich bin kein besonders guter Spieler. Da kommt schon ein Panzer, da muss ich jetzt mal weg. Mich mal ein bisschen bedeckt halten. Gegen den habe ich nämlich keine Chance. Zum Glück ist hier noch ein Pionier, der gerade noch einen Raketenwerfer dabei hat. Ansonsten habe ich nämlich auch nichts gegen den in der Hand. Nur gucken, dass hier vielleicht über die linke Flanke keine Gegner kommen. Okay, jetzt wird auch C wieder angegriffen. Da werde ich mich hier mal von Acker machen. Vom Acker. Weil, was soll ich hier noch mit dem MG? Kann ich gegen den Panzer nichts ausrichten. Ja, häufig kritisiert natürlich am Battlefield, dass man viel laufen muss. So ist das aber nun mal. So viel laufen muss man eigentlich auch nicht. Man kann ja auch dann wieder da spawnen. Finde ich ein bisschen übertrieben immer dieser Punkt. Ja. Es ist schwieriger, das Schießen ist schwieriger und man muss eigentlich auch besser die Waffe im Griff haben als zum Beispiel bei Call of Duty, finde ich. Ja, die Call of Duty Spieler mögen mich jetzt hassen für diese Aussage, ich weiß. Aber das ist einfach meine Meinung und ich respektiere aber auch die Call of Duty Spieler alle natürlich. Und ich glaube, hier war gerade einer. Hier aufpassen, mit der Glock vielleicht im Nahkampf zu kämpfen, das ist besser als mit dem MG. Das ist echt völlig ungeeignet im Nahkampf.
Naja, gut. Gehen wir mal rüber, wieder auf das Haus und versuchen C in Beschlag zu nehmen. Also es ist ja natürlich auch oft mal so, dass man hier rumrennt und versucht Stellungen einzunehmen, ohne jemals überhaupt, manchmal überhaupt in ein Gefecht zu geraten. Oh, hier werden wir jetzt angegriffen. So, wir müssen natürlich auch als Team gut funktionieren. So, C ist auch wieder sicher, also müssen wir hier nicht mehr so viel machen. Jetzt vielleicht gerade nicht das actionhafteste Gameplay überhaupt, aber es ist eine spontane Aufnahme. So, die Tankstelle wurde wieder übernommen. Vielleicht mal gucken, dass ich jetzt hier ein bisschen defensiver bleibe. Vielleicht auch mal hier hinten ein bisschen aus dem Gefecht bleibe, dass vielleicht auch irgendwelche Leute, die hier schnell rennen, um irgendwas einzunehmen, dass ich die abfange. Aber, ja. Ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn mehr, hier so hier hinten zu bleiben. Naja, wenn ich dann wieder bei A bin, ist es bestimmt wieder eingenommen. Ja, es wird jetzt schon eingenommen. Und D wird attackiert. Na, werde ich mich doch mal zu D machen. So, nicht, natürlich nicht so viel über freies Feld laufen. Das ist strategisch unklug. Kein Panzer an sich, das ist wichtig. Gut, brauche ich gar nicht hinlaufen, ist schon wieder im Griff. Jo, nimm mich mal mit. Jo, cool. Habe ich mal einen gefunden, der mich mitnimmt. Auch nicht schlecht, bin ich ein bisschen mobiler. Gucken, ob hier irgendwelche Leute durch die Seitenflanken laufen. So. Ja, die haben wir schön erledigt. Das war ein guter Job. Müssen wir hier gleich mal Munition für unseren Kollegen hin. Puh. Der Panzer ist hier erstmal fast über uns rüber gefahren. Naja, gibt doch jetzt hier erstmal schon Fettpunkte, 600. Kriege ich die Österreich-Flagge als Band. So, wieder einsteigen hier. Ja, mit dem MG kann ich doch auch gut von hier vorne aus feuern. C wird gerade angegriffen, ne D. Fahren wir doch da mal hin. Ich steig hier mal aus. Na, wo ist der Kollege denn? Voll die Hetzjagd hier gegen die einzelnen Leute. Schade, jetzt habe ich meine Mitfahrgelegenheit verloren, egal. Gucken wir mal, bei D werden genug sein. Hoffe ich. Panzer steht da auch rum. Na, gucken wir mal, steigen wir mal bei denen mit ein. Geht auch nicht, schon voll. Ja, das hat geklappt, wunderbar. Ich mache hier mal ein Munitionsstück auf die Motorhaube. Ja. Also wie gesagt, ich bin echt kein Profi in dem Spiel, nicht mal annähernd. Aber es macht mir Spaß und ich freue mich auch schon auf Battlefield 4. Jetzt mal gucken, was hier bei A abgeht.
Alles easy im Moment. Na? Hier ist irgendwo einer zwischen. Schon tot. Ja, also unser Team hier auch gerade relativ dominant. Kann hier jetzt gar nicht so viel zu sagen. Schau mal, dass ich hier auf den Berg komme und dann gucken, ob da vielleicht noch ein paar kommen. Dann kann ich die da schön wegfischen. Mit dem MG. Da kommt ein Panzer auf jeden Fall. Ah, was ist das denn? Noch ein Panzer. Ein Hubschrauber, der attackiert mich. Ob ich den mit dem MG runterholen kann? Ich glaube nicht. Okay. Mal, weiter vorstoßen. Jetzt mal gucken. Sind auch recht weit unten hier in der Liste. Sind auch vom Rang her recht weit unten. Hier überall fast Generäle und so ein Scheiß. Oh. Und gewonnen. Cool. Naja, haben wir ja nicht so viel gemacht. Wir zocken einfach mal weiter, gucken, was noch so kommt. Ja, ich muss ganz klar schon mal von Anfang an sagen, das wird jetzt nicht mehr so häufig vorkommen, dass ich hier Battlefield 3 Videos bringe. Das ist halt nur mal so ein kleiner Spin-off sozusagen. Nur mal zur Abwechslung. Und ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich jetzt hier auf einmal zum Shooter-Kanal mutiere oder sowas. Das wird nicht passieren. So, haben wir hier ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, gucken wir mal, wo es jetzt weitergeht. Ich werde auf jeden Fall mal noch ein Match dranhängen. Ja, mal gucken, wie lang das Video werden wird. Kann ich jetzt nicht verraten, weiß ich noch nicht. So, nächste Runde startet. Und Noscha-Kanäle ist also die nächste Map. Und ja, wieder Eroberung, so wie eben auch. Ja, auf der Karte muss ich ehrlich gesagt zugeben, bin ich nicht gut unterwegs. Da habe ich noch nicht so die richtige Taktik raus. Ist auch schon ewig her, wo ich das gezockt habe. Ja, ich werde hier mal, denke ich, als Pionier unterwegs sein. Hier kann ich so schön Minen legen und sowas, weil hier ja wirklich auch viele Fahrzeuge unterwegs sind, der verschiedensten Arten. Und ich glaube, dass ich da mit dem Pionier gut unterwegs bin. Hab da auch einen Javelin. Und wir starten hier auf der Seite, die auf dem Festland ist. Die anderen starten, glaube ich, auf dem Flugzeugträger oder was das ist. Eigentlich wollte ich hier in diesen Jeep rein. So, gut. Unser Commander oder was auch immer, da ist ja gerade mal eine Leiche rausgefallen. Er hat uns gesagt, wir sollen auf A, wenn wir das mal tun. Bleib einfach mal hier in der Kiste sitzen. Und leg hier ein paar Minen hin. Und ich nur hoffen, dass da wer drauf fährt. Oh, 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 oh. Da wurden wir schon voll attackiert. Von diesem komischen Panzer da. Und ja, wir haben schon das Zugdepot eingenommen und Trockendock jetzt auch. Da werden wir direkt da mal hinspawnen. Ah, ich hätte eher das Zugdepot nehmen sollen. Oh, da hat einer für uns was markiert, für den Javelin. Ja, jetzt schon kaputt. Jetzt hätte ich den von hier hinten sogar mit dem Javelin nämlich mal attackieren können. Hier mal ein bisschen mehr.
Ich glaube, der war vorher schon kaputt. Komm, 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 komm. Oh, spring, jump. Die kommen hier natürlich über diese Wasserzufahrten. Ist hier aber auch gerade voll von dem Hubschrauber erlegt worden. Ja, anscheinend wurde ein feindlicher Heli in ihrem Gebiet gesichtet. Nein, ehrlich. Habe ich gemerkt. So, okay. Hier ist ordentlich was los. Hier mal zusehen, dass ich hier nicht den Anschluss verliere. Ah, schon wieder dieser blöde Hubschrauber, der geht mir auf den Puffer, ey. Ist aber auch echt immer bemerkenswert, wie krass diese Leute das zocken können, wie gut die sind, dass die aus diesem Hubschrauber da einen wirklich treffen. Und ja, bemerkenswert auf jeden Fall. Na, fuck. Ja, da war ich ein bisschen zu stark auf Dauerfeuer, glaube ich. So, den Hubschrauber könnte ich jetzt spawnen, das mache ich aber nicht, da bin ich einfach zu schlecht für. Containerzone hier ist jetzt unsere. Hä, wo war denn der? Ach, da oben. Ah, hätte ich ja lange da an den Häuschen schießen können. Hm, wo ist er? Der ist doch auch da in der Nähe. Das sieht ja scheiße aus. Da, 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 nein. Ah, Mann. Zu weit weg. Da hinten kommt ein Panzer. Schon wieder dieser blöde Hubschrauber. Ah ne, diesmal war es das andere Gefährt. Zugdepot, dann geht's doch mal da wieder hin. So. Gucken, dass wir mal wieder zu A kommen. Dieser komische Panzer da ist nicht von mir. Von uns. Yeah. Haben wir mal voll erledigt, das Ding. Hier rennt noch irgendwo einer zwischen den Waggons rum. Den schnappen wir uns auch noch. Yes. Mir erschrocken hier. Ach, wir haben hier schon wieder angeschossen. Nein, wie kann er uns denn hier treffen? Unten in den Gleisen. Blöder Wichser, blöder. So. Zugdepot mal wieder unser Spawnpunkt. Dieses Mal versuche ich jetzt noch, bis ich jetzt zum nächsten Mal sterbe, werde ich das Video noch weiterführen. Einfach mal just for fun. Ich
hoffe, es hat euch, sag's jetzt schon mal einigermaßen gefallen. Ich weiß, ich bin kein Profi, aber ja, ist mal was anderes. Und ich hoffe, es war mal etwas erfrischend für euch. Das Trockendock wird gestürmt, da ist aber noch ein Panzer. Och, scheiße. Na gut. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die bestimmt nicht wieder Battlefield sein wird. Aber trotzdem danke. Bis dann.